Ciao, ciao. Dann geht's direkt durch nach Alicante, ne? Ja. Steve? Perfekt. Kevin, sag gehen, das Telefon funktioniert gar nicht. Es geht ja noch, 23,2 ist ja legitim. Hast du noch Fuß drauf gehabt? Ja. Ja, da macht er einen Tolerant, das gefällt mir. Moin, meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Mit dabei ist Flying Steve. Jawohl. Flying Paul, Flying Patrick Andreas. Andi. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Alicante. Steve Bentin hat da seinen Bodybuilding-Wettkampf. Und eine Woche später geht das dann nach Portugal in den nächsten Wettkampf. Und ihr könnt uns jetzt wieder hier schön auf die Reise begleiten. Wir haben Bock, ich hab Bock. Es wird ultra witzig. Den Ninja Turtles außerhalb von New York diesmal. Diesmal vielleicht anstatt Itza, weil wir in Spanien sind. Ja. Ah, oh ja. Ich mag diesen ganzen Fischkram nicht so. Ja, mag ich auch nicht. Das ist nicht so mein Ding. Aber wir schauen mal. Spanische Pizza. Ob es sowas gibt, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, Pizza ist immer gut. Pizza ist immer gut. Darf ich fehlen. Ja, so sieht's aus. McDonald's Rührei wurde gekillt. Wir sind alle satt. Weiter geht's. Und der gute Paddy ist nur am Schnarchen die ganze Zeit. Das war manchmal so heftigst laut. Allein schon wie er das Handy im Schlaf auf dem Schenkel balanciert. Auch nicht schlecht. X, der Balancierer. Mal gucken, wenn die Landung kommt, ob er es immer noch halten kann. Warte mal. Jo, das Handy ist immer noch auf dem Schenkel, ich glaub's nicht. Ja, geil. Er hat's geschafft. Wir sind so heftig am Schleichen, ne? Das ist echt krass. Weltrekord in der Lautstärke. Ja, aber jetzt eben zum Schluss war nicht viel, aber immer wenn ich die Kamera aus habe, dann ist es so richtig ganz laut. Und alle gucken dann kurz. Wie so ein Dinosaurier. Aha. Ah ja. Hier landet in Alicante. Geht so. Hier ist auch windig. Muss ich noch Koffer holen, Masken abnehmen, macht gar keinen Sinn. Halt dich einmal auf, eine Sekunde. Diese Ironie auch so. Am Flughafen, im Flughafen, scheißegal, egal wie nah du den Leuten stehst, am Gate hin und her keine Maske. Aber am Flugzeug muss eine Maske getragen werden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die Ironie, da haben wir hier den heftigen Bodybuilder, aber da kann nichts anfassen, weil müde, kaputt, so Training, zu risikohaft. Du musst die Energie sparen für Training. Ja. Das ist das Studio näher sehen, das wunderschöne. Wenn ihr Follower von Uber das seht, das Studio, dann werdet ihr auch dorthin wollen. Okay. So, wir sind in der Bude angekommen. Wir haben eine wirklich coole Wohnung hier erwischt. Das hier ist die Küche. Und wenn man schon hier, beziehungsweise auch natürlich Wohnzimmer, und wenn man hier mal so rausgeht, kann man von hier sogar schon das Meer sehen. Guck mal hier, so sieht es einmal von außen aus. Und da ist schon das Meer. Und wenn ich jetzt hier so rauszoome, stellt ihr so fest, oh, das ist ja gar nicht mal so weit. Also es ist echt eine schöne Aussicht. Cool, dass man genau dazwischen einfach das Meer sehen kann. Wirklich eine schöne, schöne Aussicht, muss ich echt mal sagen. Gefällt mir richtig gut. Dann geht man hier wieder raus. Die Jungs planen jetzt hier einen Uber-Fahrer, weil wir einkaufen müssen. Dann haben wir hier unsere Küche, wo auch schon alle Subs und so weiter aufgebaut sind. Das ist meine Sub-Ecke, nicht, dass man das vertauscht. Der eine nimmt was von den anderen mit und plötzlich fehlt was. Ihr wisst, wie es ist. Hier haben wir schön die Akkus für die Vlog-Kamera. Guck mal, hier kann ich jetzt wechseln. Mal gucken, ob der auch schon voll ist oder was. Ja, guck mal, Bombe, alles voll. Ganz wichtig hier auch meine Kapselprodukte, Vitamin C. Ashwagandha für den Stress, richtig geil. Und Focus Plus, richtig geile Booster-Kapseln. Pflanzenextrakt und Koffein, richtig geil. Und wer keinen Bock auf Koffein hat, dafür habe ich den Rico Booster mit hier. Den Pump Gear hier am Start. Beziehungsweise Gear Pump ohne Koffein, sorgt aber für den ultimativen Pump. Oder weil ich doch Bock auf Koffein habe, habe ich mir hier nochmal den Violence mitgebracht. Ganz wichtig. Bestes Supplement, das Kreatin. Und mein Lieblings-Vision Way Snickers-Geschmack. Peanut Caramel Flavor. Richtig geil. Hier habe ich mir ein paar Riegel mitgebracht. Schön im Shaker, damit die nicht kaputt gehen. Und hier habe ich mir noch mitgebracht Flavor Bombs, Leute. Die werden dann nämlich schön in Kombination mit dem Kaffee rausgehen.
Und da wir wieder hier für euch auf Tour sind, Leute, bekommt ihr jetzt bei Neosub und sogar auch bei Smilodogs 20% auf alles. Einfach den Gutscheincode FLYING nutzen und ihr bekommt immer den besten Rabatt. Das ist hier Paddy seine Supplements-Ecke. Ist Steve auch dabei hier oder ist das alles so deins? Ah, von Steve, aber was ich hier sehe, Pets habt ihr mitgebracht. Sehr geil, Leute, das wird wieder richtig lecker. Was hat er denn noch hier, der Gauner? Oh, hier. Flavor Bombs hat er am Start. Kreatin, auch ganz wichtig. Riegel hier. Magnesium, auch richtig geil für abends, nämlich auch immer. Und Vitamin D3, K2, sehr wichtig. So, wir machen jetzt hier weiter mit der Tour. Von der Küche aus geht es hier direkt ins Bad. Haben wir hier zum Beispiel, wo ist jetzt hier der Lichtschalter? Zack. Hier haben wir eine Dusche. Oh, hier haben wir auch nochmal ein anaboles Licht hier. Von oben. Zack, dann geht man hier so durch, ganz komischer Lichtschalter, irgendwie voll weit weg von der Tür, guck mal, irgendwie macht das gar keinen Sinn. Hier ist dann halt die Toilette. Aus der Toilette raus kommt das erste Zimmer, da wird Paul liegen, hier werde ich liegen. Hier ist Steve jetzt gerade drin, der macht gerade seinen Powernap, aber der Raum sieht so aus wie der hier. Und weil Paddy so heftig am Schnarchen ist, wird er entweder hier in der Mitte pennen mit dem Bett oder sagt, er will die Matratze hier unten reinlegen und dann pennt er hier. Ich sag euch ganz ehrlich, bei aller Liebe, ne, das ist, ich werde das nochmal filmen, wo er richtig doll macht, ne, das ist... Da gehst du psychisch kaputt. Dann geht's hier nochmal nach oben. Jetzt kommt echt, das ist wirklich ein Highlight, Leute. Das macht ultra Spaß, da oben rauszugucken. Guckt euch das mal an. Hier haben wir die Straßenseite. Ja, auch schon mal nicht schlecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oder haben, hinten haben wir sogar ganz viel Grillfläche. Dann gehst du hier so weiter. Da hat man noch einen Grill. Hier hat man noch ein paar liegen. Hier hat man die Aussicht wie von eben noch. Bloß noch ein Stück höher. Da unten ist schön Pool. Geil, da werden wir auch Spaß haben. Und da hinten ist wieder das Meer. Muss ich mal sagen, richtig geil. Schöne Bude, echt richtig schön. Hier kann man auch morgen zum Beispiel frühstücken. Ja, das war schon die Bude, ey. Oh, ja, schön hier. Bisschen entspannen. Und die Jungs organisieren Uberfahrer.